Guten Abend. Mein Name ist Eva Schwanek. Ich bin Rheumatologin bei Asklepios in der AK Altona und wollte Ihnen heute etwas zur Riesenzellarteritis erzählen. Das sind zunächst meine Interessenskonflikte, weil ich mit verschiedenen forschenden Pharmaunternehmen zusammengearbeitet habe. Das sollten Sie wissen. Dann zur Riesenzellarteritis. Man nennt sie auch Morbus Horton, Arteritis temporalis oder auf Englisch Giant Cell Arteritis. Es handelt sich um eine Entzündung der großen Arterien, das nennt man Vaskulitis, mit typischem histologischem Bild, mit sogenannten Granulomen, die der Pathologe in einer Probebiopsie einer Arterie sehen kann. Es betrifft die Aorta, also die große Körperschlagader, und die nach oben davon abgehenden Äste, also die Halsschlagadern, vor allem die Schläfenarterien, deswegen auch Arteriitis temporalis. Es ist eine relativ häufige Gefäßentzündung, wobei man sagen muss, dass Gefäßentzündungen insgesamt seltene Erkrankungen sind. In Nordeuropa ist es etwas häufiger. Es ist eine Erkrankung des älteren Menschen. Vor dem 50. Lebensjahr ist sie ausgesprochen selten. Die meisten Patienten sind über 60, viele Patienten sind über 80. Bei 20% der Patienten, die eine Polymyalgia Rheumatica haben, ich erkläre später genau, was das ist, kann man eine Riesenzellarteritis diagnostizieren. Auslöser sind nicht bekannt. Jetzt habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht von großen Gefäßen, mittelgroßen Gefäßen und kleinen Gefäßen. Die großen Gefäße sind eben die Körperschlagader und die davon abgehenden Gefäße auf dem linken Bild. Mittelgroße Gefäße sind diejenigen, die dann in den Organen die Organteile versorgen. Das ist hier jetzt ein Beispiel der Niere. Und kleine Gefäße kann man nur mit dem Mikroskop sehen. Auch das ist jetzt ein Beispiel der Niere. Heute geht es um die großen Gefäße. Das ist eine Einteilung der Gefäßentzündungen nach Chapel Hill. Das ist eine Stadt in den USA, wo das entworfen wurde. Und ganz links unten sieht man eben, die großen Gefäße sind vor allem betroffen von der sogenannten Takayasu-Arteriitis und von der Riesenzellarteriitis. Wobei die Takayasu-Arteriitis ausgesprochen selten ist, vor allem bei uns. In seltenen Fällen können auch andere Mittelgroßgefäßvaskulitiden etwas größere Gefäße betreffen, nämlich die Polyarteriitis nodosa, die aber auch sehr selten ist, und sogenannte ankerassoziierte Vaskulitiden, bei denen bestimmte Antikörper auftreten, um die es heute nicht gehen soll. Was sind denn die Leitsymptome? Wann muss ich daran denken, vielleicht eine Riesenzellarteriitis zu haben? Häufig, da die Gefäße des Halses und des Kopfes vor allem betroffen sind, sind die Symptome auch im Kopf. Das heißt, die Patienten haben einen meist plötzlich beginnenden Kopfschmerz, häufig an den Schläfen, manchmal auch am Hinterkopf. Und was wichtig zu wissen ist, in aller Regel ist das ein neuartiger Kopfschmerz. Also wenn Sie jetzt seit 25 Jahren Migräne haben, dann müssen Sie sich in aller Regel keine Gedanken machen, dass jetzt jeder Migräneanfall plötzlich Riesenzellarteritis ist, sondern dann geht es eher um Kopfschmerzen, die für die Patienten neu sind. Die Kopfhaut kann sich schmerzhaft anfühlen. Die Patienten sagen manchmal, beim Kämmen habe ich ein ungutes Gefühl auf der Kopfhaut. Die Kaumuskeln entwickeln so eine Art Muskelkater. Wir nennen das Kieferklaudikatio. Es können Sehstörungen auftreten oder eine sogenannte Amaurosis fugax. Das meint, dass man auf einem Auge für eine kurze Zeit gar nichts mehr gesehen hat. Dann kann eben diese Polymyalgia rheumatica auftreten. Das ist eine Muskelrheumaerkrankung und Gelenkrheumaerkrankung, die ich Ihnen gleich erkläre. Und die Patienten haben manchmal leichtes Fieber oder Nachtschweiß, so dass sie das T-Shirt in der Nacht wechseln müssen, eine Gewichtsabnahme, ein allgemeines Krankheitsgefühl und erhöhte laborchemische Entzündungswerte. Wir messen da normalerweise das CRP und die Blutsenkungsgeschwindigkeit BSG. Im Extremfall kann eine Pulslosigkeit zum Beispiel von einem Arm auftreten oder eine Blutdruckseitendifferenz. Es ist aber nicht mehr ganz so häufig. Welche Komplikationen treten auf? Die schlimmste und gefürchtete Komplikation der Riesenzellarteritis ist die Erblindung durch Unterversorgung des Optikusnervs. Also der Sehnerv des Auges wird nicht mehr versorgt, weil die Gefäße verstopfen wegen der Entzündung. Das kann bis zu 10% der Patienten betreffen. Das ist eine richtig reelle Gefahr. Wenn die große Körperschlagader betroffen ist, kann die sich erweitern zur sogenannten Aortenektasie oder kann dann auch einreißen mit einer sogenannten Aortendissektion, vor allem dann, wenn auch der Blutdruck erhöht ist. Es können theoretisch auch andere Gefäße verschließen, zum Beispiel an der unteren Körperhälfte oder der oberen Körperhälfte. Selten haben Patienten auch mal Schlaganfälle. Die Prognose, also wie
der Schaden sich manifestiert beim Patienten, ob die Patienten einen dauerhaften Schaden haben, hängt unter anderem davon ab, dass man möglichst zügig mit einer Therapie beginnt. Die Therapie ist immer mit Cortison vergesellschaftet und da ist es wichtig zu wissen, weil gerade ältere Menschen Cortison oft nicht so gut vertragen, dass bis zu 60% der Patienten, die diese Erkrankung haben und damit korrekterweise mit Cortison therapiert werden, leider unerwünschte Wirkungen der Cortisontherapie entwickeln. Das heißt, bei den Patienten muss man im Verlauf auf Osteoporose, Blutzuckerentgleisung und eine Infektionsneigung achten. Die Polymyalgia-Rheumatika ist eine Erkrankung, die mit der Riesenzellarteritis häufig vergesellschaftet ist. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Erkrankung des älteren Menschen, des über 60-Jährigen. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Es ist für eine rheumatische Erkrankung eine relativ häufige Erkrankung. Sie sehen hier, rot markiert sind die Bereiche, wo die Patienten Schmerzen haben. Das ist typischerweise im Schultergürtel oder auch im Beckengürtel. Also stammnahe Muskelschmerzen, würden wir sagen. Die treten relativ akut auf und typischerweise sind die früh morgens am schlimmsten. Die Patienten können teilweise morgens überhaupt nicht aufstehen, weil sie auch so steif sind und solche Schmerzen haben. Und im Tagesverlauf geht das dann wieder und geht halt am nächsten Morgen wieder los. Typischerweise sind die laborchemischen Entzündungszeichen erhöht, die Blutsenkungsgeschwindigkeit und das CRP. In ganz seltenen Fällen können die auch mal normal sein. Die Patienten erleben häufig Depressionen oder Gewichtsverlust oder andere Allgemeinsymptome. Und typischerweise bessert sich die Erkrankung nahezu schlagartig auf bereits geringe Dosen von Cortison. Es gibt Klassifikationskriterien für die Polymyalgia-Rheumatika aus 2012. Da ist es jetzt so, dass die Patienten müssen über 50 sein und müssen beidseitige Schulterschmerzen haben und eine auffällige laborchemische Entzündungskonstellation, also CRP und oder Blutsenkung müssen erhöht sein. Wenn dann zusätzlich noch Morgensteifigkeit auftritt oder vielleicht Hüftgürtelschmerzen, dann ist die Diagnose wahrscheinlicher. Typischerweise ist es so, dass Rheuma-Antikörper nicht nachgewiesen werden können und andere Gelenke, zum Beispiel kleine Gelenke an den Händen, nicht betroffen sind. Man kann dann noch mit dem Ultraschall schauen und kann da Hinweise vor allem an den Schultern finden, eine Schleimbeutelentzündung oder eine Bizepssehnenentzündung, die ebenfalls typisch sind. Bei der Diagnostik ist es jetzt, wie gesagt, so, dass man Blut abnimmt und die Entzündungswerte bestimmt. CRP und BSG sind nahezu immer erhöht. Die sonstige Rheumaserologie ist unauffällig. Es gibt aber zu beachten, dass bei älteren Menschen der Rheumafaktor öfter mal leicht erhöht sein kann, ohne dass das auf eine bestimmte Krankheit hinweist. Das wäre ein Fallstrick, den es zu beachten gibt. Wir machen dann einen Ultraschall der Kopf- und Halsgefäße und der Axillararterien, also unterm Arm. Alternativ kann man das auch mit einem MRT darstellen, wenn der Radiologe dafür ausgerüstet ist. Das geht nicht bei jedem Radiologen. Wir machen häufig noch ein MRT der Aorta, also der Körperschlagader, um zu schauen, ob diese auch beteiligt ist. Man kann, wenn das MRT nicht möglich ist, weil der Patient zum Beispiel Platzangst hat oder einen nicht MRT-fähigen Herzschrittmacher oder solche Dinge, auch ein CT machen. Das ist aber nicht ganz so gut. Es gibt die Möglichkeit, ein PET-CT zu machen. Das ist ein CT mit einem radioaktiven Stoff, der gegeben wird und der sammelt sich an Körperstellen, wo Entzündungen auftreten und dann kann man das gut darstellen. Diese Untersuchung hat die höchste Sensitivität. Manchmal ist sie aber ein bisschen überempfindlich und man weiß dann nicht genau, was man mit den Befunden machen soll und es entsteht eine relativ hohe Strahlenbelastung. Was man dann noch machen kann, ist eine Probebiopsie und feingewebliche Untersuchung der Schläfenarterie. Das ist eine kleine Sache, das geht in Lokalanästhesie, machen bei uns die Augenärzte. Und was wir auch immer machen, ist eine augenärztliche Untersuchung, da ja, wie gesagt, das Augenlicht gefährdet ist. Das wäre jetzt ein Beispiel. Auf der linken Seite oben und unten sehen Sie hier bunt den Fluss des Blutes im Blutgefäß und das Weißliche sind die Blutgefäßränder. Und hier sieht man das auch nochmal, da ist der Fluss und da ist das Blutgefäß ganz gesund. Und hier auf der rechten Seite ist hier dieser dunkle Bereich, das ist die aufgetriebene Gefäßwand, die durch Entzündungszellen geschwollen ist. Und hier sehen Sie das auch im Querschnitt und da ist auch der Fluss verändert des Blutes. Und das wäre ein relativ typischer sonografischer Befund, der nahezu beweisend ist für eine Großgefäßvaskulitis. Das ist ein anderes Bild einer Halsschlagader, wo ebenfalls hier das Gefäß verbreitert ist, die Gefäßwand. Zur Therapie ist es so, die Entzündung geht vom Immunsystem aus, deswegen muss auch das Immunsystem unterdrückt werden, um die Krankheit zu behandeln.
Der wichtigste Baustein der Therapie ist und bleibt leider erstmal Cortison. Wegen der Gefahr der Erblindung soll die Therapie bereits bei ernsthaftem Verdacht auf eine Riesenzellarteritis beginnen. Das heißt, der Patient kommt zu uns in die Notaufnahme, hat neu aufgetretene unerträgliche Kopfschmerzen, vielleicht auch Schulterschmerzen, möglicherweise auch Sehstörungen und einen erhöhten Entzündungswert. Dann sagen wir, gut, es besteht jetzt die Möglichkeit, dass das eine Arteriitis temporalis ist. Deswegen geben wir gleich Cortison und machen dann im Verlauf der nächsten Tage die Untersuchungen, die bis zu 2 Wochen nach Beginn der Cortisontherapie noch gut möglich sind, und stellen dann vernünftig die Diagnose. Hat er das jetzt wirklich, dann geht die Therapie weiter. Und hat er das doch nicht, dann setzt man die Therapie wieder ab. Wenn die Symptome und Entzündungswerte sich deutlich bessern, kann das Cortison reduziert werden. In der Praxis, jetzt auf der linken Seite, wenn jemand nur eine Polymyalgia Rheumatica hat, gibt man 20 bis 30 Milligramm Prednisolon. Manche Kollegen geben noch 15 Milligramm Prednisolon, also keine hohe Dosis, und erreicht damit eine schnelle Besserung. Wenn die Symptome deutlich besser sind oder idealerweise verschwunden sind und die Blutentzündungswerte sich normalisiert haben, dann kann man das Cortison reduzieren. Ab 20 Milligramm muss man das sehr langsam machen, und ab 10 Milligramm muss man das sogar extrem langsam machen, nämlich 1 Milligramm pro Monat. Die Patienten müssen dann 5 Milligramm für ungefähr 1 bis 2 Jahre einnehmen, und dann kann man versuchen, auch wieder ganz langsam, höchstens 1 Milligramm pro Monat, diese Therapie ganz auszuschleichen. Wenn jetzt hier auf der rechten Seite eine Riesenzellarteritis vorliegt, dann würde man bei Sehstörungen 500 bis 1000 Milligramm Prednisolon geben, also deutlich mehr, 3 Tage lang. Wenn keine Komplikationen, also insbesondere keine Sehstörungen aufgetreten sind, reichen auch 60 Milligramm. Und das reduziert man dann ebenfalls wieder, wenn die Symptome und die Blutentzündung sich deutlich verbessert haben, erst ein bisschen schneller, dann ab 15 Milligramm langsamer und ab 10 Milligramm wieder, wie eben beschrieben, ausgesprochen langsam. Wie lang genau die Therapiedauer sein muss, ist Gegenstand von Forschungsarbeiten, aber man kann ungefähr damit rechnen, dass man 1 bis 2 Jahre therapieren sollte, sonst kommt es auf jeden Fall wieder. Manche Patienten müssen auch länger therapiert werden. Um die Cortisondosis niedrig zu halten, können klassische Rheumamedikamente hinzugegeben werden, die oft besser verträglich sind, weniger Infektionen machen, keine Osteoporose machen, keine dünne Haut machen, insgesamt besser verträglich sind. Das ist zum einen das Methotrexat, das wird MTX abgekürzt. Das ist ein ganz niedrig dosiertes Chemotherapeutikum, das sich die Patienten wöchentlich spritzen, das das Immunsystem beruhigt. Dann gibt es auch einen Antikörper, ein sogenanntes Biologikum, das nennt sich Tocilizumab und richtet sich gegen das Interleukin 6, was ein Botenstoff des Immunsystems ist. Und das ist ebenfalls eine wöchentliche Spritze, die im Kühlschrank gelagert werden muss. Bei Unwirksamkeit oder Unverträglichkeit dieser beiden Therapien gibt es noch andere Optionen, die aber nicht zugelassen sind. Standardmäßig sollen die Patienten mit Riesenzellarteritis kein Aspirin, keine sonstige Antikoagulation, also andere blutverdünnende Medikamente, und auch keinen Cholesterinsenker erhalten. Jedenfalls nicht nur wegen der Riesenzellarteritis. Jetzt ist es natürlich so, dass die Patienten häufig über 80 sind und andere Gründe haben, weswegen sie zum Beispiel Aspirin oder einen Cholesterinsenker einnehmen. Den können sie dann natürlich weiternehmen, da spricht nichts dagegen. Ich habe Ihnen hier eine Grafik mitgebracht aus der Zulassungsstudie vom Tocilizumab. Das ist der Interleukin-6-Inhibitor, der als Möglichkeit zur Cortisonsparung zugelassen ist. Da wurden 200 Patienten untersucht, und die wurden in verschiedene Therapiegruppen eingeteilt. Diese grüne Linie hier, das sind die Patienten, die das Tocilizumab jede Woche gespritzt haben. Die lila Linie sind Patienten, die das nur jede 2 Wochen gespritzt haben. Und die blaue und die gelbe Linie sind Patienten, die nur Cortison und kein Tocilizumab erhalten haben. Und da ist es jetzt, wie lange die Patienten ohne Schub der Riesenzellarteritis geblieben sind. Und bei der grünen Linie ist es jetzt so, dass bei Woche 52, also nach einem Jahr, immer noch 80% der Patienten ohne Schub gewesen sind. Wohingegen hier bei der gelben Linie, bei dem schnell reduzierten Cortison, waren das weniger als 40% der Patienten. Das heißt, das Medikament ist sehr wirksam und kann Cortison gut einsparen. Dann hat man gedacht, vielleicht geht es auch mehr oder weniger ganz ohne Cortison, weil das Tocilizumab ja recht wirksam ist. Und hat sich 18 Patienten genommen und hat den
500 Milligramm Methylprednisolon an 3 Tagen am Anfang gegeben, hat das dann ganz abgesetzt, nicht wie man es normalerweise macht, reduziert und direkt Tocilizumab von Anfang an dazugegeben. Das hat bis zur Woche 24 bei den blauen Patienten, bei sehr vielen Patienten gut funktioniert, die in einer sogenannten Remission waren, also ohne Krankheitsmanifestationen. Es war aber so, dass bei einem Patienten eine neue Erblindung aufgetreten ist und 2 Patienten eine Nebenwirkung des Tocilizumab, nämlich eine Leberschädigung und eine Dickdarmentzündung entwickelt haben, sodass man davon wieder ein bisschen weggegangen ist und gesagt hat, so ganz ohne Cortison geht es wahrscheinlich nicht. Zusammenfassend ist es jetzt so, Sie müssen oder der Arzt muss vor allem daran denken, wenn ein älterer Patient ungewöhnliche Kopfschmerzen hat, starke Kopfschmerzen hat, plötzlich aufgetretene Kopfschmerzen hat, Kauschmerzen hat, Sehstörungen hat und einen erhöhten Entzündungswert, muss man daran denken und kann dann direkt Cortison geben und danach die Diagnostik einleiten, zum Beispiel indem man den Patienten ins Krankenhaus einweist. Wir behandeln mit 60 Milligramm Prednisolon oder bei Bedrohung des Auges mit 500 Milligramm. In seltenen Fällen kann man auch noch höher gehen müssen. Bei negativer Diagnostik kann man das wieder absetzen. Wenn sich aber durch den Ultraschall, das MRT oder die Biopsie der Arterie die Diagnose sichern lässt, dann führt man die Therapie fort und gibt bei den meisten Patienten MTX oder Tocilizumab oder ein anderes kortisonsparendes Medikament hinzu. Die Diagnostik muss forciert werden. Man sollte nicht sagen, na, das wird schon so gewesen sein, deswegen behandle ich das jetzt einfach mal, sondern das ist ja eine schwerwiegende Erkrankung, die eine langjährige Therapie nach sich zieht, die auch Nebenwirkungen machen kann. Deswegen sollte man sich ganz sicher sein, dass die Diagnose auch stimmt. Deswegen sollte man die Bildgebung, also den Ultraschall und das MRT vom Kopf und von der Aorta, die augenärztliche Untersuchung und auch möglicherweise die feingewebliche Untersuchung der Arterie auf jeden Fall durchführen und darauf nicht verzichten. Normalerweise therapiert man die Patienten, wie gesagt, mit Methotrexat oder Tocilizumab und immer auch mit Cortison. Unter dieser Therapie sind regelmäßige Kontrollen durch den Hausarzt erforderlich, der Leberwerte, der Nierenwerte, des Blutbilds und der Entzündungswerte. Wenn die Entzündungswerte wieder ansteigen, muss man sich überlegen, ob der Patient vielleicht einen Schub entwickelt und eine andere Therapie braucht oder wieder mehr Cortison braucht. Und damit möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Jetzt warte ich noch, ob Sie vielleicht Fragen haben. Da bedankt sich zumindest schon mal jemand. Ganz viele Teilnehmer bedanken sich für den Vortrag. Es freut mich sehr. Hier fragt jemand, ob es eine Unterstützung durch die Ernährung gibt. Es ist so, die Patienten haben eine chronische Entzündung und damit haben sie auch eine Neigung, Herzinfarkt und Schlaganfall zu entwickeln, weil die chronische Entzündung dazu führen kann. Das heißt, die Patienten sollten sich, man sagt immer, mediterran ernähren, also mit vielen ungesättigten Fettsäuren, Pflanzenöle, Olivenöl, Leinöl, Walnussöl sind gut und nicht so viel Fleisch essen und möglichst 1 bis 2 Mal die Woche Fisch essen. Das wäre sinnvoll. Und bezüglich der Osteoporose, die ja auch unter Cortisontherapie auftreten kann, ist es sinnvoll, kalziumreich zu ernähren. Also ein kalziumreiches Mineralwasser, möglicherweise Käse oder es gibt auch bestimmte Gemüsesorten, die Kalzium enthalten.
Ich glaube, jetzt kommt nichts mehr und wir können unser Webinar beenden. Vielen Dank nochmal, einen schönen Abend.